Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute mal mit einer neuen, weiteren Mod-Vorstellung, denn wir gucken uns heute Road Atlanta an, eine frisch erschienene Mod-Strecke auf Race Department zu haben. Link natürlich in der Beschreibung. In Amerika gelegen, in Georgia, um präzise zu sein. Und Heimat unter anderem der IMSA-Serie, die hier drauf gefahren wird. Die machen wir aber heute nicht. Die zeigen wir heute nicht auf der Strecke, sondern da werden nämlich auch Trackdays gefahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, holen wir uns so ein kleines Trackday-Spielzeug. Ein kleines ist eigentlich ganz gut. Es ist ein ziemlich mächtiges Spielzeug. Wir haben den Ferrari 488 GTB unter unserem Hintern. 660 PS aus einem 3,9 Liter Twin Turbo V8. Der direkt hinterm Fahrer sitzt, also einen Mittelmotor haben wir hier, Heckantrieb haben wir hier und ein nicht allzu schweres Gewicht. Ja, und das Ganze auf dieser Strecke, die schon sehr auf und ab geht, kann ich euch sagen. Also, das wird wirklich ein Spaß. Wie gesagt, Rennwagen fahren wir ja auch mal drauf, aber das machen wir in einem Community-Rennen, glaube ich, weil die Strecke ist performance-technisch so gut, dass das eine wahre Freude ist und dass man ja, da sicher schöne Rennen drauf fahren kann. Aber das machen wir heute nicht. Heute wird ein bisschen die Strecke erkundet, quasi mit diesem schönen Ferrari. Ich setze mal die Oculus Rift auf. Ihr werdet aber trotzdem die Wheelcam sehen. So, da habe ich sie auf. Und jetzt noch eben die Kopfhörer. Zack, und dann noch eben die Wheelcam. Ich hoffe, das klappt. Und da sitzen wir schon im Auto. Ich habe meine Fahrposition mal so ausgerichtet, dass wir das Lenkrad ein bisschen mittiger haben. Das ist für euch zum Zuschauen ein bisschen schöner, glaube ich. Aber erstmal hier das schöne Interieur vom Ferrari mit diesem Display für den Beifahrer, damit er auch genau weiß, welche Drehzahl, Geschwindigkeit und Gangauswahl gerade anliegt. So, und jetzt, wenn alles richtig sitzt, können wir eigentlich loslegen und die Strecke erkunden. Ich habe mich hier extra schon an dieser steilen Bergabfahrt hingestellt. Einfach nur, damit man sehen kann, wie steil es hier wirklich ist. Also, es geht wirklich auf und ab. Und das wird ein Spaß. Aber ich halte erstmal die Klappe, damit wir hier schön ruhig die Strecke erkunden können. Die schwarzen Streifen sind natürlich nicht von mir. Also, okay, sind sie doch. Nicht, dass ihr denkt, die sind schon auf der Strecke drauf. Und ich habe in dem Proberund schon ein bisschen Spaß gehabt. Denn layoutmäßig macht das Ganze in diesem Ferrari eine Menge Laune. Aber dazu gleich mehr. Wir fahren jetzt gerade noch mit Traktionskontrolle und gucken uns halt mal so ein bisschen um. Kommen wir hier auch schon in die letzte Kurve, die super lang ist und hier richtig nochmal bergab geht. Und dann hier auf die Start-Zielgerade führt. Ah, da kann man die 660 Pferdchen schon mal ein bisschen springen lassen. Dann hier Kurve 1. Jetzt rechts einordnen, denn hier geht es gleich links. Könnte man noch ein bisschen schneller sein. Und jetzt hier hart bremsen, denn hier kommt eine sehr blinde Rechtskurve, gefolgt von der Links. Und dann stehen wir ja in dieser Bergabpassage, die wir am Anfang schon gesehen haben. Also die Strecke ist nicht sehr kompliziert. Allerdings die blinden Kurven, die dabei sind, und das sind gar nicht so wenige, machen das Ganze technisch dann doch recht raffiniert und anspruchsvoll. Aber ich würde sagen, wir legen mal einen Zahn zu. Und 2,70. Boah. Muss man noch ein bisschen abbremsen. Da wird man natürlich mit Rennwagen die Geschwindigkeit noch viel tiefer in diese Bergabpassage tragen können.
Aber hier, was der Ferrari mit Hypercar Road Tires schon anrichtet, ist schon beeindruckend. Und da sind die 4 Kilometer auch schon um. Ich glaube, die hatten nur 24 Pitboxen, wenn ich das richtig gelesen habe. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen schade für Community-Rennen, aber die ist performance-technisch super gut, läuft butterweich, keine Probleme, sieht taco aus, wie ich finde, und qualitativ wirklich eine sehr, sehr hochwertige Mod. Über die Genauigkeit kann ich nichts sagen, weil ich habe die noch nirgendwo anders gefahren. Ich glaube, die gibt es aber in iRacing, wenn ich mich nicht täusche. Müsste ich da mal ausprobieren. Merkt man schon ab und zu, wie die Traktionskontrolle greift, im dritten und vierten Gang auch manchmal. Das heißt, wir gehen gleich hin und machen die aus. Noch ein Ründchen vielleicht und dann machen wir Traktionskontrolle mal aus. Und dann werden wir mal ein paar Reifen zerstören. Oh, guck mal, hier will er sogar so schon. Also ihr seht schon, der ist auch mit Traktionskontrolle sehr übersteuerfreundlich, was aber richtig schön abzufangen ist, weil die Front liefert massig Feedback und Informationen genug, um jederzeit zu wissen, was das Auto eigentlich macht. Und das ist mega geil. Mal sogar im vierten bleiben. Denn auch da. Ja, da will er rum. Ist das ein geiles Gerät. Aber ich würde sagen, ich schiebe mal hier auf meine Tastatur und dann machen wir die Traktionskontrolle aus. Zack. Stand auf Stufe 1. War übrigens die heftigste Einstellung. Also selbst mit am stärksten eingestellter Traktionskontrolle ist der da so übersteuerfreundlich. Könnt ihr euch ja vorstellen, was jetzt passiert? Genau das. Das hier auch noch. Quersteher im fünften Gang bei 180. Das kann ich doch sehen lassen. Oh, schade, hier kommen wir zu weit raus. Aber ihr seht schon die schwarzen Streifen. Da habe ich sogar einen Unfall gebaut. Aber das geht in der ersten Kurve wunderbar und sehr lange da an Drift zu ziehen. Ich konzentriere mich mal ein bisschen und versuche mal ein paar schöne Dinger hinzulegen. Ach, er wieder hier nach vorne marschiert. 2,40, 2,50, 2,60, 2,70. Ein bisschen geht sogar noch, 2,75, aber jetzt müssen wir auf die Bremse. Ach, ist das mega geil. Ach,
Schade, ey. Eine Proberunde hat das schöner geklappt. Irgendwie bin ich gerade nicht drin im Ferrari. Also, es geht. Okay, das ist ein bisschen heftig hier. Dann lassen wir uns gar nicht irritieren von so ein bisschen Offroad-Action. Letztes Jahr auch noch den Rally gezockt, also ein bisschen... Sind wir da noch drin in der Rally-Action, würde ich sagen. Könnte aber fast schon zu spät sein. Nee, das geht sogar noch. Schade. Man kann hier eigentlich so wunderschön übertreiben in der ersten Kurve. Aber wenn man zu schnell ist, fliegt man dann natürlich raus. Ach, was ist das schön. Hoppala. Quersteher bei 270, weil wir ein bisschen das Gras touchiert haben. Das stelle ich mir im echten Leben vermeidenswert vor. Aber so ein mega langer Drift bei 160 kann man mal machen, würde ich sagen. Jetzt auch mal hier. Scheiße. Boah, der ist er weg. Nee, ist er noch nicht. Oh, es ist aber auch so unfassbar immersiv und wirklich suchtfördernd. Also, das könnte ich den ganzen Tag machen. Gerade mit der Brille. Macht dann unfassbar Laune. Und das Streckenlayout ist auch sehr, sehr geil. Hätte ich gar nicht gedacht am Anfang, dass mir das so gut gefällt. Aber das macht richtig, richtig Spaß. Zumindest in diesem Auto. Da muss man natürlich noch gucken, wie es in einem Rennwagen zu fahren ist. Mit Abtrieb dann auch. Jetzt sind wir zu schnell. Oder? Doch noch nicht. Mein Gott.
kommen wir zu weit raus. Ja. Komm, eine Runde machen wir noch. Jetzt mal hier schön für die Replay eine Sahne-Runde. Schade. Ein ganz kleiner, leicht gezirkelter Drift. Immer so befriedigend, wenn man eigentlich zum Kurvenausgang dann den Curb berührt im Drift. Das habe ich jetzt hier nicht geschafft, aber manche Kurven waren schon dabei. Das ist so ein Drift auf der Ideallinie quasi. Das macht noch mehr Laune. Jetzt sind wir zu spät. Von wegen Vorzeigerunde für die Replay, ja. Da fliegen wir raus. Müssen wir halt uns eine Runde vorher angucken. Witzig, witzig. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Und ja, wie gesagt, wir machen hier auf jeden Fall nochmal eine Renn-Action drauf, weil die Strecke dafür bestimmt auch sehr gut geeignet ist, sonst würde man da im echten Leben ja nicht drauf fahren. Ich sag danke fürs Zusehen, Link dazu in der Beschreibung natürlich zur Strecke, ne? Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich zieh die Brille aus hier. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und verabschiede mich, ne? Haut rein. Tschüssi. Ach so, Moment. Ich muss ja so. Das ist ja das Blöde in der. Moment, in der Brille. Moment. So, wo ist der Replay-Balken? Gib ihn mir. Da unten ist er. Ja, die Replay ist, der Balken ist leider an die Brille gekoppelt sozusagen. Wir gehen mal in diese Runde. So, und jetzt bin ich aber raus. Macht's gut, tschüssi.